Hi, seid gegrüßt. Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute ist der 29. Februar, letzter Tag. Ich zeichne es zumindest jetzt hier auf. Ausgestrahlt wird es ab Anfang März. Und hier sind meine Eindrücke zu 13 Spielen, die ich im Februar gespielt habe. Teilweise Ersteindrücke, teilweise aber auch schon fertige Eindrücke, sodass ich mir da ein finales Urteil erlaube. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt kommen die 13 Spiele. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge, los geht's mit Alubari von Board Game Box bzw. Studio Ash. Das ist das Studio, was von dem Gründer von Matago jetzt frisch aufgemacht worden ist. Und wir haben hier einen so ein bisschen Suburbia-Einschnitt da drin. Wir müssen Tee anpflanzen und wir müssen diesen Tee mit der Eisenbahn transportieren. Das Ganze wird über einen Kartenaktionsmechanismus gemacht, beziehungsweise einen Worker-Einsatzmechanismus. Denn die Karten, die wir dort ausliegen haben, variieren je nach Spieleranzahl bzw. Spielverlauf. Über die Aktionen können wir zum einen Plantagen freiräumen, mit dem Schutt können wir dann wiederum Eisenbahnen bauen bzw. auch Gebäude bauen. Das versuchen wir eben halt, dass wir die Eisenbahnlinie so nach und nach uns erschließen mit Darjeeling und über Gebäude, die wir dort bauen, Siegpunkte holen bzw. uns weitere Boni erspielen. Dazu haben wir die Möglichkeit, sogenannte Betriebsmittel zu erwerben, die uns zusätzliche Boni oder Arbeiter etc. bescheren, denn wir haben pro Runde zwei Arbeiter zur Verfügung, einen dritten können wir uns jeweils in der Runde freispielen. Ich habe das Spiel jetzt zweimal gespielt. Es ist jetzt nicht das Highlight, aber es hat mir ganz gut gefallen, ist in sich stimmig, aber wie gesagt, die Leute, die Suburbia gespielt haben, werden da sicherlich sehr viele Anleihen kennen, es fließt sich vielleicht ein bisschen schneller. Also, Eindruck ist, ich spiele es gern wieder, ist aber jetzt nicht das Highlight des Jahres gewesen. Da hat mir besser gefallen Aquatica von Cosmodrome. Cosmodrome hat hier ein Spiel herausgegeben, was, wenn man das erste Mal spielt, doch sehr starke Anleihen bei Concordia wiederfindet. Wenn man ein Kartendeck, mit dem Kartendeck können wir bestimmte Aktionen ausspielen und das Ziel ist eben, zusätzliche Aktionskarten zu erwerben und oder bestimmte Gebäude, die wir dann in eine Vorrichtung hineinpacken, um diese Sachen dann zu aktivieren. Und man muss sich das so vorstellen, dass auf so einer Karte, je nachdem wie die Wertigkeit ist, also Wertigkeit im Sinne von Siegpunkten, habe ich hier ganz besonders viele Sachen draufstehen. Und ich schiebe das immer in dem Schlitz 1 weiter. Teilweise schiebe ich das in eine Nullstellung, da gibt es dann keine Möglichkeit drauf, davon zu profitieren. Teilweise kann ich aber damit eben halt eine Art Währung erzielen, um bei bestimmten Ausbautypen eben halt Vorteile zu haben, also die günstiger zu bekommen. Es gibt dort eben halt zwei Währungen, einmal eine Geldwährung und das andere ist eine Währung entsprechend der Typen. Also gibt es, ich glaube, vier verschiedene Typen. Das Spielende wird dadurch getriggert, dass ich es schaffe, an vier verschiedenen Bereichen, es wird auch einmal getriggert, dass so ein Kartenstapel leer ist, das passiert aber eher seltener. Und das andere ist, dass ich in vier verschiedenen Bereichen eben halt einen Marker hinterlegt habe. Wem das gelingt, der leitet das Ende ein, die Runde ist, wird dann noch zu Ende gespielt und dann ist das Spiel auch zu Ende. Das Ende ist kann sehr, sehr rasch erfolgen. Da hat man noch Aktionen geplant und hat aber gar nicht mehr die Möglichkeiten, das eben halt zur Anwendung zu bringen. Von der Summe gibt es im Moment leider erstmal nur auf Englisch, fand ich es aber gut verständlich hat mir sehr viel Spaß. Das nächste Spiel habe ich einmalig gespielt, ist auch noch als Prototyp, ist der neue Stefan Feld Bonfire. Eine ausführlichere Besprechung habe ich online eingestellt, werde ich in die Shownotes mit hineinpacken. Bilder seht ihr aber auch hier schon. Ja, wir sind Gnome und müssen die Hüter des Bonfires, oder die Hüterinnen des Bonfires, wieder dazu zu überreden, die Bonfire
ja, zum Leuchten zu bringen, denn nur mit den Bonfiren können wir auf diesem Planeten am Ende überleben. Das machen wir, indem wir die Hüterinnen aufsuchen, von denen Aufgaben bekommen. Über diese Aufgaben zeigen wir dann, dass wir es wert sind, dass diese Bonfire wieder entzündet werden. So fehlte das Wort. Das Ganze machen wir über einen Aktionsmechanismus und das Spiel heißt ja im Arbeitstitel Streifenmanager. Man muss sich das so vorstellen, dass ich ein Feld habe, da kann ich sogenannte Streifen, die bestehen aus drei verschiedenen Aktionen, hinlegen. Dafür kriege ich dann immer Aktionsplättchen. Schaffe ich es, solche Streifen an gleiche Teile zu legen, also beispielsweise das Rote an das Rote, dann wird das Feld aktiviert. Das heißt, in diesem Fall würde ich sogar zwei bekommen, zwei Plättchen. Diese Streifen kann ich mal dann legen, wenn ich nur noch maximal so einen Aktionsmarker zur Verfügung habe, einen oder keinen, dann habe ich wieder die Möglichkeit, neue Streifen auszulegen. Mit den Aktionsmarkern kann ich, wie gesagt, die Hüter besuchen, weil die Hüterin besuchen, mir Aufgaben holen. Ich habe die Möglichkeit, Gnomenkarten zu bekommen. Mit den Gnomenkarten ist es mir möglich, einmalige Boni zu holen oder dauerhafte Sondereigenschaften mir freizuschalten. Und ihr merkt schon, da ist eine Menge miteinander verzahnt. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich Aufgaben erfülle, einen meiner Abgesandten in den großen Rat zu senden. Über den Rat schalte ich mir wiederum kleinere Boni frei. Und somit setze ich immer so kleinere Ketten in Gang, die ich ausnutzen muss, um dieses Spiel dann zu beherrschen. Wie so häufig, bitte nicht immer alles auf einmal machen. Das habe ich in meiner ersten Partie versucht, bin daran kläglich gescheitert. Sondern es geht darum, sich entsprechend dem, was ausliegt, so ein bisschen seine eigene Strategie aus dem Teil dieser ganzen Themen zugänglich zu machen. Und dann so nach und nach die Sachen halt für sich freizuschalten. Hat mir gut gefallen, ist auch relativ schnell verstanden, stark ineinander verwoben, spielt sich aber, wenn man es kennt, glaube ich, in knapp 70 Minuten, das sollte definitiv drin sein. Ja, Bonfire von Stefan Feld wird bei Hall Games im Herbst erscheinen und bei Pegasus im Vertrieb sein. Nach 2x A und einmal B kommt 2x C. Mit Chipit von Amigo geht es weiter. Das ist ein kleines Kartenspiel, das von der Art so kleine Anlehnung an Krass kariert hat. Wir haben eine Kartenhand. Die Kartenhand besteht aus grünen und aus roten Karten. Das ist halt wichtig, je nachdem, welche Plättchen man drauflegt. Man kriegt am Anfang kleine Chips, also drei Stück an der Zahl. Und das Ziel ist am Ende, seine Kartenhand und die Chips komplett wegzukriegen. Die Chips wegzubekommen ist relativ simpel. Ich muss einmal in meiner Runde passen, kann zwei Chips abgeben. Die Chips zu bekommen ist allerdings auch nicht so schwierig, denn die erste Person, die dran ist, legt beispielsweise eine Karte aus. Es kann eine 8 von mir sein. Der nächste muss halt überbieten. Der darf aber eben halt auch nur mit einer Karte überbieten. Das kann jetzt eine 9 sein, das kann eine 11 sein. Es geht bis 21, zumindest bei den grünen Karten. Bei den roten Karten geht es bis 11. Ich habe aber die Möglichkeit, einen Einer-Chip auf die rote Karte zu legen. Und so wird aus der 11 eine 22. Also ich habe immer den Wert mal... Ich addiere immer den Wert über die Chips dazu. Das heißt, wenn ein Chip ist, dann 11, genauso wie der Kartenwert. Bei den Grünen ist es anders. Bei den Grünen, wenn ich dann einer Chip drauflege, wird immer plus 1 addiert. Wenn jemand zwei Karten hinlegt, das kann eine grüne plus, also nehmen wir mal eine grüne 7 und eine rote 7. Eine Doppel 7 kann ich halt toppen, indem ich da eine Doppel 8 drauflege oder eine Doppel 10. Auch hier kann ich eben halt wieder mit diesen Chips das Ganze variieren. Das spielen wir dann einmal rum. Die Karten, die dann bei mir liegen, kommen auf den Ablagestapel, liegen da Chips drauf, gehen in meinen Vorrat und ich kann dann entweder erhöhen oder passen. Erhöhe ich, wunderbar, sind wieder Karten los. Passe ich, kann ich zumindest zwei Chips abgeben, solange ich sie habe. Spiel endet, sobald ein Spieler seine letzten Karten oder seine letzten Chips abgegeben hat. Ich fand das Spiel recht kurzweilig, insbesondere wenn man das zu dritt und zu viert spielt, weil dann hat man noch so eine Beeinflussbarkeit da drin. Es kann auch zu fünft oder zu sechst gespielt werden. Ich habe das auch schon zu sechst gespielt.
war nicht meins, war mit viel zu glückslastig. Da hat man kaum noch Einflussfaktoren, also eher in einer kleinen, kompakten Runde zu dritt oder zu viert. Da ist es sicherlich ein lohnenswertes Spiel. Warum man das mit 5 oder 6 spielen muss, entzieht sich meiner Kenntnis. Contact von NSV. Autor ist Steffen Bendorf. Das Spiel ist so ein bisschen in der geistigen Nachfolge von The Mind zu sehen, denn auch hier darf ich nur begrenzt kommunizieren. Ziel ist es, Planeten anzufliegen, und da verteilen wir am Anfang von einem Startplaneten ausgehend einfach wahllos Planeten vor uns und decken dann über Karten, da können wir einen Schwierigkeitsgrad bestimmen, der kann von sehr einfach bis sehr schwer, das heißt 6 Planeten werden aufgedeckt, halt variieren, und ich nehme mir eine Karte, lege die in die zu suchenden Planeten hinein. Derjenige, der aktive Spieler ist, weiß, welcher Planet gesucht wird. Die Karten werden gemischt und wir decken dann dementsprechend die Planeten auf, die jetzt gesucht werden, beziehungsweise die in diesem Kartenstapel drin sind. Weiß der Spieler ja, wohin fliegen muss, und legt jetzt die Hand auf den Tisch und fliegt dann los. Und das Einzige, was er machen kann, ist die Handbewegung, er fliegt ab und er landet. Wenn es ein Zwischenstopp ist, fliegt er weiter, landet, fliegt er weiter, wie auch immer, wie viele Zwischenstopps da drin sind. Und die anderen müssen jetzt daran erraten, auf welchem Planeten er jetzt geflogen ist. Das kann in der direkten Linie sein, wenn man ein Gefühl hat für die Gesamtentfernung. Also idealerweise liegen dann, weiß nicht, 3, 4 Planeten offen. Ich habe einen, der ist kurz entfernt, einen, der ist lang entfernt. Ich habe welche mit Zwischenstopps, und somit kann ich in irgendeiner Form erahnen, wie weit dieser Flug gegangen ist und welcher Planet gemeint wurde. Habe ich richtig erraten? Wunderbar. Dann bekomme ich für diese Karte, also für diesen Zug, einen Bonus. Habe ich es falsch erraten, dann fliegt der Bonus raus und zusätzlich wird ein Treibstoff abgegeben. Von dem Treibstoff haben wir 6 Stück. Das Ganze kann ich natürlich noch komplexer machen, indem ich mehr Planeten da reinnehme und indem ich sind glaube ich so schwarze Planeten, also die man gar nicht befliegen kann, aber die das ganze Bild dann halt noch stören. Also fand ich in Summe ganz gut. Ich habe es aber erst 3, 4 Mal gespielt, muss man sicherlich noch ausführlicher spielen. Ist okay. Ich weiß aber nicht, ob es mich jetzt dauerhaft an meinen Stuhl fesselt. Dann Bildungslücke wieder gefüllt. Klong. Beim Schwerkraft Verlag erschienen. Ist ja so ein Deckbilder-Rennspiel. Ich habe da bisher einen großen Bogen drum gemacht, weil mich diese ganze Thematik gar nicht so gereizt hat. Ich habe viel Gutes darüber gehört. Und dann habe ich mich doch mal dazu hinreißen lassen, eine Partie zu spielen. Ich muss sagen, ich kann nachvollziehen, warum man das Spiel so gut findet. Simples Deckbauspiel, wo man eben halt eine bestimmte Anzahl von Karten in der Runde aufdeckt und dementsprechend dann ausspielt. Über diese Karten kann ich mich entweder fortbewegen, die Karten kann ich als Zahlungsmittel nehmen, die Karten kann ich als Kampfmittel nehmen, um dann bestimmte Monster aus dem Weg zu räumen oder Gefahren aus dem Weg zu räumen. Schaffe ich das nicht, muss ich dementsprechend Leben von mir wegnehmen. Und das Ziel ist, es gibt dann dazu noch einen Drachen, der sich in dieser Höhle fortbewegt oder so eine Art Timer abgibt. Und das Ziel ist es eben, bevor ich mit meinen letzten Atemzug ausgestoßen habe, dass ich wieder an der Erdoberfläche bin, um eben die Schätze, die ich bis dato dann geraubt habe, dann eben halt in Siegpunkte umzuwandeln. Schaffe ich es nur bis zu einer bestimmten Linie, dann bin ich benommen, kriege aber eben halt nicht diese 20 Bonuspunkte, sonst glaube ich, kann aber vielleicht dann doch über die Punkte, die ich in der Höhle gesammelt habe, noch profitieren. Bin ich in der Höhle gefangen und werde dort bewusstlos, habe ich leider Pech gehabt und gehe leer aus. Das Spiel dauert nicht endlos, denn sobald der erste raus ist, fängt so ein Timer an und die anderen haben dann noch Möglichkeiten, ein paar Runden noch auf Schatzsuche zu gehen, beziehungsweise der Höhle zu entkommen.
Und ja, oder eben halt sein Deck noch weiter anzureichern. Hat mich wirklich überzeugt. Ist ein Spiel, was ich definitiv weiterspielen möchte. Ich habe es mir auch dann direkt gekauft. Ist auch vor ein paar Tagen bei mir angekommen. Ich gucke gerade hier so nach rechts, weil es da vorne liegt und noch auf mich wartet und ausgepöppelt werden will. Maracaibo, Maracaibo, nicht Maracaibo, eben nicht Maracaibo. Ist ein Spiel von Alexander Pfister, was bei Games Up / DLP erschienen ist. Ist ein Rundkurs-Deckbau, kann man nicht sagen. Engine-Builder-Spiel, vielleicht passt das besser. Ich habe eine bestimmte Anzahl von multifunktionalen Karten auf der Hand. Mit diesen Karten kann ich zum einen bezahlen, mit diesen Karten kann ich Siegpunkte erzielen und mit diesen Karten habe ich die Möglichkeit, mir dauerhafte Effekte zu erarbeiten. Das können einfache Medaillons sein, die mir gewisse Boni bringen, die mir dauerhafte Einkünfte bringen oder dauerhafte Siegpunkte bringen. Das können aber auch Karten sein, wo ich dann zu einem bestimmten Ort kommen muss, wo ich einen Gehilfen abgesetzt habe, um eben halt eine Aktion durchzuführen. Und was mache ich? Ich fahre halt mit meinem Schiff von der Ausgangsposition über einen Rundkurs in der Karibik und habe hier die Möglichkeit, selber zu definieren, wie viele Schritte ich nach vorne mache. Je weiter ich nach vorne gehe, umso mehr Dorfaktionen habe ich, wenn ich in einem Dorf zum Stehen komme. Dorfaktionen können beispielsweise sein, dass ich eine Karte erwerbe, dafür muss ich halt eine gewisse Anzahl an Geld hinterlegen. Dorfaktion kann sein, dass ich Geld bekomme, dass ich meine Handkarten tausche, wenn ich in einer Stadt lande und eine Ware abgebe, dann habe ich die Möglichkeit, eben halt auf meinem Tableau, das kennen wir an der Stelle von Great Western Trail, bestimmte Aktionsmöglichkeiten freizuschalten, mir mehr Variabilität im Spiel zu gönnen. Und gleichzeitig noch eine feststehende Stadtaktion durchzuführen. Das kann sein, dass ich mich in den Dienst der Niederländer, der Franzosen oder der Engländer stelle, um dort eben halt mit ihnen zu kämpfen, um dort Boni zu erzielen. Das kann aber auch sein, dass ich auf einer Expeditionsleiste, die ist unten auf dem Tableau angebracht, nach vorne gehe, um Entschuldigung, mir bestimmte Boni halt zu erspielen. Und am Ende bringt das dann nochmal zusätzliche Siegpunkte, wenn ich es ganz weit nach vorne auf dieser Siegpunktleiste schaffe. Maracaibo spielt sich über 4 Runden. Das Schöne ist, dass dieses Spiel nicht immer so endlos lang geht, denn derjenige, der als Erster am Zielort angekommen ist auf seiner Rundreise, der triggert auch das Ende der Runde. Dementsprechend haben die anderen dann immer nur noch einen Zug, das zu machen, beziehungsweise in der 4. Runde sind es dann, glaube ich, zwei Züge, die sie dann noch machen können. Und somit ist ein klares Ende vorgegeben. Da kann es auch mal sein, dass jemand das Rennen sehr, sehr schnell macht und mit ein paar wenigen Siegpunkten dann gewinnt. Das hat den Vorteil, dass diejenigen, die sich eine sehr ausgeklügelte Strategie zurechtgelegt haben, dann leider damit nicht klarkommen und deren Ende dann auch getriggert ist. Also es ist an der Stelle sehr variabel, man kann es unterschiedlich von der Intensität spielen. Mir hat es sehr gut gefallen. Maracaibo, definitiv ein Highlight des Jahres 2019, wird mich auch noch weiter begleiten. Mind Tiles Panic, das habe ich sogar hier vorne stehen, weil ich gerade noch an der Rezension arbeite, die heute noch erscheinen wird. Mind Tiles Panic ist in der sogenannten Big Box erschienen. Big Box deshalb, weil die Oink Games normalerweise ja, von der Größe her so groß sind. Aber es ist faszinierend, was in diese Box alles hineingeht. Nämlich für 5 Spieler 9 Plättchen und diese 9 Plättchen legen wir in einem 3x3-Raster aus. Das geschieht nicht auf Zeit, aber mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und das Ziel ist, 3 Aufgaben zu erfüllen. Und die Aufgaben können zum Beispiel bedeuten, lege so viele Plättchen aus oder lege so viele Häuser sichtbar aus, dass du eben halt dort in dieser Einzelwertung die meisten hast.
lege zusätzlich auch noch die meisten Kurven aus und die meisten Mädchen, die meisten Jungs, die meisten Alien-fressenden, die meisten Burger-fressenden Aliens, die Geheimagenten, die meisten Aliens jagen, etc. Also gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben. Drei davon werden am Anfang gezogen und dann geht es halt so schnell wie möglich, das zu erfüllen. Derjenige, der meint, er ist am schnellsten fertig, nimmt sich den ersten Spielermarker und darf dann allerdings nicht weiterbauen, hat aber den Druck auf die anderen ausgeübt, indem die Sanduhr umgedreht wird. Und jetzt haben die anderen nur noch maximal die Möglichkeit, so lange zu bauen, wie diese Sanduhr durchläuft. Es ist von Vorteil, nicht der Letzte zu sein, denn diese Marker 1, 1., 2., 3., 4., 5. Werden als sogenannte Tiebreaker-Marker ausgelegt. Sollten also beispielsweise bei mehreren Leuten 4 Häuser gebaut worden sein, dann kriegt der die meisten Punkte, der eben halt in dieser Tiebreaker-Analogie eben halt die niedrigste Zahl hat. Wir spielen das Ganze so 3, 4, 5 Runden, je nachdem wie die Punkte da verteilt sind. Das ist auch abhängig von der Spieleranzahl. Ja, und dann ist das Spiel eigentlich auch schon zu Ende. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist super einfach zu erklären. Und ich finde es faszinierend, was in so eine Box, wie gesagt, alles an hochwertigem Material hineingeht. Nine Tail Panics, definitiv eine Empfehlung für diejenigen, die was Kurzweiliges suchen, wo man auch mal mit einer gewissen Reaktion und einem schönen Überblick ein schönes Spiel spielt. Palm Island. Palm Island wird jetzt auch in der nächsten Woche von mir rezensiert werden. Das ist ja das eine Handkartenspiel, was ich perfekt mit in den Zug nehmen kann, unterwegs spielen kann, im Flugzeug spielen kann. Denn außer dieser einen Hand und der zweiten, die dann so ein bisschen die Karten umsteckt, brauche ich nicht viel. Ich habe 13 Karten in der Hand plus eben eine Rundenkarte, denn ich spiele maximal 8 Durchgänge dieses Kartendeck durch. Was mache ich? Ich habe immer die Möglichkeit, mir die drei Karten, die drei obersten Karten anzusehen und daraus eine zu wählen. Möchte ich Ressourcen haben und kann die bezahlen, dann drehe ich die Karte eben halt um 90 Grad und habe ab sofort diese Ressourcen zur Verfügung, solange ich diese Ressourcen nicht einsetze. Und somit entsteht so ein munteres Ressourcensammelspiel, Ressourceneinsatzspiel. Die Ressourcen setze ich ein, um höherwertige Ressourcen freizuschalten. Die Ressourcen setze ich ein, um Gebäude auszubauen und am Ende mit höherwertigen Gebäuden dann Siegpunkte zu erzielen. Ja, nach 8 Runden Schluss, dann zähle ich meine Siegpunkte durch und habe das Spiel dann mit einem gewissen Score beendet, den ich dann auf einer Gesamttabelle absehe. Es gibt noch bestimmte Ziele, die ich erreichen kann, wo noch zusätzliche Karten mit ins Spiel kommen. Ich kann es auch zu zweit spielen, gegeneinander. Ich kann es zu zweit kooperativ spielen, indem man dann bestimmte Ereignisse zusammen erfüllt. Mir hat es echt zugesagt. Die ersten 2, 3 Partien fand ich so ein bisschen befremdlich. Mir ist es aber mittlerweile wirklich ans Herz gewachsen. Und wer mal ein schnelles Solospiel sucht, der sollte sich definitiv Palm Island angucken. Parks wird auf der Spieldoch in Duisburg herausgebracht werden von Feuerlandspiele. Und das ist ein Kickstarter des vergangenen Jahres gewesen. Kommt da etwas harmlos her, indem ich mich mit 2 Wanderern, je nachdem wie viele Leute dann mitspielen, also hat jeder eine 2 Wanderer, auf den Weg durch einen Park machen. Auf den Park sind abgebildet Ressourcen, also das kann ein Berg sein, das kann die Sonne sein, Wassertropfen oder ein Wald. Und wenn ich meinen Wanderer dorthin bewege, dann kann ich mir diese Ressourcen eben nehmen. Es gibt dazu noch so ein paar zusätzliche Aufgaben, wo ich beispielsweise eine Ressource umtauschen kann in einen Joker, wo ich mir eine Wasserflasche neu nehmen kann, wo ich ein Foto schießen kann, um damit 2 Siegpunkte zu kriegen. Da muss ich Ressourcen für abgeben. Und das ist das Hauptthema, ich will ja auf der Wanderschaft diverse Parks besuchen. Ich habe die Möglichkeit, mir einen Besuch bei einem Park zu reservieren. Oder wenn ich es direkt bezahlen kann, dann kann ich mir diesen Park auch, den Besuch des Parks auch direkt leisten. Dann muss ich aber eine bestimmte Anzahl an Ressourcen-Chips abgeben, von denen ich eben gesprochen habe. Das Ganze wird so ein bisschen intensiver, indem ich Wasserflaschen habe. Immer wenn ich Wasser bekomme, kann ich diese Wasserflasche einmalig für meine Wanderung, und von denen mache ich in Summe 4 Stück,
füllen und bekomme darüber Boni, indem ich eine Ausrüstung mir zulege. Die bezahle ich über Sonnen und diese Ausrüstung bringen mir dann Vergünstigungen beim Parkeintritt. Die bringen mir zusätzliche Boni, wenn ich sie ausübe im Laufe des Spiels, oder zusätzliche Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, und so spielen wir eben 4 Runden von diesem Wanderspiel. Am Anfang denkt man sich, boah, wie soll ich denn zu diesen ganzen Ressourcen kommen? Klappt aber wunderbar, ist überhaupt gar kein Thema. Merkt man auch schon nach der ersten Runde, wie viele Ressourcen man dann eigentlich bekommt und sammelt. Und das Zweite ist, und das ist ein schöner Kniff, wenn ich mit meinem Wanderer irgendwo hinziehe, wo bereits ein anderer Wanderer steht, dann darf ich das einmalig machen, denn dann muss ich mein Lagerfeuer einmal auf die andere Seite drehen, das ist dann erloschen. Geht jetzt ein Wanderer von mir ins Ziel, darf ich das Lagerfeuer wieder entfachen und habe die Möglichkeit, das gleiche mit meinem zweiten Wanderer zu machen. Also somit ist auch das, was ich an begrenzten Platz dort zur Verfügung habe, eben halt auch für mehrere Leute möglich, aber auch nicht unendlich. Und sehr schön ist, dass wenn der vorletzte Wanderer im Ziel ist, muss der letzte automatisch ins Ziel. Der latscht nicht so ein bisschen hinter der Menge her und kassiert nochmal alle Ressourcen ein. Ja, nach 4 Runden ist Schluss. Der Wanderweg wird pro Runde immer um ein Plättchen, um ein Wegefeld vergrößert. Somit kommt dann da halt auch noch weitere Bewegung hinein. Ja, dann werden die Parks gezählt, die sind Siegpunkte wert. Es wird gezählt, was ich an Fotos geschossen habe. Jedes Foto ist ein Siegpunkt wert. Und es wird noch der Startspielermarker, der den Startspieler als letztes erobert hat, kriegt auch nochmal einen Siegpunkt. Locker leichte Endwertung. Spiel ist vom Schwierigkeitsgrad, ja, unter Flügelschlag würde ich es einsortieren. Mir hat es gut gefallen. Man sollte es allerdings zügig und flott spielen. Wenn da Grübler am Werk sind, die wirklich jeden Zug durchkauen, dann geht die Leichtigkeit des Spiels verloren. Passiert bei vielen Sachen, wo Grübler unterwegs sind, aber hier fand ich es doch deutlichst nervend. Ich hatte da eine Partie, wo wir tatsächlich jemanden dabei hatten, der wirklich jeden Zug durchgekaut hat. Da fehlte dann die Leichtigkeit des Spiels. Aber ansonsten kann ich es definitiv. Perfect Match ist das Spiel, was wir alle unter Wavelengths kennen, aber so wunderbar eingedeutscht worden ist und bei Schmidt-Spieler erschienen ist. Wolfgang Warsch, der Autor, kennen wir ja schon von 1-2 Partyspielen und das ist jetzt auch wieder so ein Partyspiel. Auch extrem simpel erklärt. Ich habe ein gegensätzliches Paar, nehmen wir mal an, heiß und kalt. Ich habe eine Scheibe, die ist zunächst verschlossen. Da drehe ich an einem Rad, sodass ein Marker an irgendeiner Stelle stehen bleibt. Dieser Marker setzt sich in der Mitte mit einem Wert 4. Da gibt es 2 Dreien und 2 Zweien darum zusammen. Der aktive Spieler, das kann man kooperativ spielen, man kann es aber auch gegeneinander in Teams spielen. Also beispielsweise, wenn man zu 6 ist, spielt man das in 2-3er-Teams. Der guckt sich jetzt den Begriff an und vor allen Dingen auch den Wert an, wo der jetzt gerade ist. Also wenn ich so eine Scheibe habe, die ist 180 Grad ist, kann der von mir aus jetzt knapp neben der Mitte stehen. Und muss ich jetzt überlegen, wenn das heiß ist und das kalt, was ist denn das für ein Getränk, ein Gegenstand oder was auch immer, was ich dort mit in Verbindung bringe. Und er muss jetzt seinem Team dann einen Begriff nennen. Also das könnte jetzt, ich sage jetzt mal, für mich wäre jetzt kalt Eis, Mitte wäre von mir aus Butterbrot und heiß wäre Kaffee. Dann wäre jetzt dieses Thema, was so im 45 Grad Winkel liegt. Was könnte das sein? Ich sag mal Milchreis. So, Milchreis, also für mich ist Milchreis immer warm. Jetzt ist wieder das nächste Thema. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Milchreis ist auch kalt, komm aus dem Kühlschrank. Gut, also ich esse in der Regel immer warm, also wäre für mich Milchreis jetzt genauso an der Ecke, dass es nicht heiß, dass ich mich verbrühe. Es ist aber auch nicht kalt wie ein Butterbrot, sondern das wäre für mich jetzt warm. Das kann für jemand anders ein normales Essen sein, also von mir aus Kartoffelpüree. Also auch das hängt so ein bisschen davon ab, wie der Einzelne tickt. So, jetzt müsste das eigene Team jetzt eine Einschätzung abgeben. Dazu dreht es einen roten Zeiger dann hoffentlich jetzt hier auf meine 45 Grad. Man sagt, wie es ist. Da wird halt auch viel diskutiert. Wie hat er das gemeint? Welche Erfahrung hat er? Wie denkt er darüber? Also das ist super spannend, dann auch dem zuzuhören. Als aktiver Spieler darf man natürlich keine Miene verziehen. Das andere Team hört zu
sollte die Diskussion allerdings auch nicht zu lange dauern und hat dann die Möglichkeit zu sagen, wenn der rote Zeiger jetzt so ist, nee, wir glauben, das ist weiter rechts davon oder ist weiter links davon. Und ich berichte das jetzt immer aus meiner Perspektive. Ich glaube, das ist seitenverkehrt, wenn das hinter ausgestrahlt wird. Deswegen nicht irritiert sein. Dann wird die grüne Scheibe ab oder umgedreht oder weggedreht und ermittelt, hat das aktive Team jetzt den Zeiger auf 2, 3 oder 4 Punkten stehen, wunderbar, dann kriegt es genau diese Punktzahl. Liegt das andere Team mit seiner Einschätzung näher an der 4 dran, kriegt es zumindest einen Siegpunkt. Und somit spielen wir das Spiel so nach und nach bis 10 Siegpunkte. Und dann ist das Spiel zu Ende, denn wer als Erster dann seine 10 Siegpunkte erreicht hat, gewinnt das Spiel. Erstes Spiel hat mir nicht so gut gefallen, die nächsten zwei Runden fand ich sehr gut. Also ich bin im Moment von Perfect Match überzeugt, wenn man es in der richtigen Runde spielt. Und Leute, die auch Bock haben zu kommunizieren, zu erzählen, sich auszutauschen, wenn die darüber nicht so Lust haben, wenn ihnen das nicht so viel Freude macht, dann wird es allerdings ein bisschen schwieriger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in der richtigen Runde richtig klappt. Nicht so gut fand ich die Begrenzung auf 10 Punkte. Ich hätte hier wahrscheinlich auf 20 Punkte gespielt, weil 10 Punkte war einfach viel zu wenig. Gibt aber das Material einfach nicht her, weil ich das in so komische Plastikständer da einsortieren muss. Also hier kann man wahrscheinlich mit einer Hausregel auch bis 20 spielen und kommt super klar. Nächstes Spiel mit P und dann haben wir 4 P-Spiele heute durch, ist Push von Ravensburger. Simples Prinzip, hat aber eine Menge Spaß gemacht, funktioniert einfach so, ich habe einen Kartenstapel, da sind Karten von, ich glaube, 1 bis 6 in 5 Farben und in mehrfacher Ausprägung drin. Es gibt eine Kartenart, da wird gewürfelt und es gibt eine Kartenart, da wird die Reihenfolge rechts oder links gedreht. Derjenige, der aktiv dran ist, dreht Karten um. Das schaut sie sich an und legt sie dann in die Mitte ab. Man kann auf bis zu 3 Stapel ablegen. Es gibt allerdings Regeln. Das heißt, ich kann nicht die gleiche Farbe in die gleiche Spalte hineinlegen und ich darf nicht die gleiche Zahl in die gleiche Spalte hineinlegen. Somit muss man halt schon ein bisschen aufpassen, wie viele Karten man wie wo hineinlegt. Dann legt man irgendwann mal, hat man das Glück überstrapaziert und legt beispielsweise die zweite 1 oder die dritte rote Karte, zweite rote Karte da rein, dann endet das Spiel sofort. Die Person ist raus, diese Karte wird raussortiert und dann dürfen die anderen sich einen von diesen Stapeln aussuchen. Und was man sich aussucht, oder wer sich wann was aussucht, das entscheidet dann die Reihenfolge, die dann immer auch wieder durch diese Richtungsänderung verändert wird. Das, was ich mir raussuche, lege ich in meine eigene persönliche Auslage, nach Farben sortiert. Ich kann an der Stelle auch darauf verzichten, dieses Aussuchen zu machen und eine Farbe, die ich dort ausliegen habe, für mich sichern. Das heißt, ich sage, oh, ich habe bei Blau ja so viel gesammelt, die sichere ich mir, weil die Punkte kann mir keiner wegnehmen. Habe ich nämlich eine Würfelkarte und kriege die oder muss die nehmen, dann muss ich nämlich mit einem Würfel würfeln, der eine Seite schwarz hat, dann habe ich Glück gehabt, dann muss ich nichts machen. Aber bei den anderen zeigt er eine Farbe an. Dann habe ich diese Farbe in der Auslage liegen, muss ich die komplette Farbe aus meiner Auslage entfernen. Das heißt, diese Auslage, die ich dort vorhabe, habe ich noch nicht gesichert. So muss man halt so ein bisschen abwägen, wie viel Risiko geht man, um halt noch weitere Karten zu sammeln. Oder wann ist man auch bereit, einfach mal Karten für sich final zu sichern. Hat aber eben das Pech, dass man keine neuen Karten dazu bekommt. Das ist Push, einfach zu verstehen, hat mir gut gefallen. Sollte man sich als Familienspiel zulegen, wenn man auf ganz einfache, nette Spiele steht. Last but not least, wir sind jetzt bei W. Eigentlich ist das Original bei It's a Wonderful World. Der Spieleschmiede kommt jetzt gerade Wunderbare Welten in die Lokalisierung. Wobei Lokalisierung ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das wird die Anleitung sein, das werden wahrscheinlich ein paar Kartentexte sein. An sich ist das Spiel relativ sprachneutral. Was haben wir? Wir haben ein klassisches Card-Drafting-Spiel hier vor uns. Wir bekommen 7 Karten auf die Hand und können uns eine Karte nehmen. Die legen wir in unsere Auslage, geben die anderen Karten nach links weiter. In den anderen Runden dann jeweils nach rechts, links, rechts im Wechsel. Das machen wir mit den 7 Karten.
Auf den Karten sind abgebildet verschiedenste Gebäude, die gebaut werden können. Wenn ich diese Gebäude bauen will, muss ich bestimmte Ressourcenwürfel abgeben. Es gibt sechs verschiedene Ressourcenwürfel, die ich abgeben kann. Und die muss ich erstmal haben, damit ich diese Karte auch bauen kann. Habe ich das geschafft, dann kann ich diese Karte in meinen Baustapel hineinpacken und kann sie im Rahmen der Produktionsphase dann zur Produktion bringen. Ich habe auch jederzeit die Möglichkeit, jede dieser Karten hat einen eigenen Cube drauf. Ich kann die Karte einfach abwerfen und nehme dann den entsprechend farbigen Produktionscube. Dann findet die Produktionsphase statt und hier habe ich 5 verschiedene Würfel plus die Farbe Rot. Die Farbe Rot entsteht immer nur dann, indem ich halt was produziere oder indem ich 5 verschiedene Ressourcen sammle und sie in einen roten Würfel umwandle. So, ich gucke jetzt nach, wer hat die jeweilige Mehrheit in diesen Produktionsschritten. Also zum einen wird produziert, zum anderen wird noch belohnt mit so kleinen Markern, die sind am Ende einen Siegpunkt wert. Ich kann sie aber auch einsetzen, sie können aber am Ende auch mit Multiplikatoren versehen werden. Und so spiele ich 4 Runden durch. Die letzte Runde wird dabei immer etwas zäher, in Anführungszeichen, weil ich einfach viel, viel Ressourcen zur Verfügung habe und jetzt gucken muss, welche Wechselwirkungen ich da wie wo habe. Denn ich kann beispielsweise Gebäudetypen schon fertigstellen durch die Produktion, weil ich graue Steine fertig produziert habe, damit ich dieses Gebäude finalisiere. Und dieses Gebäude lege ich dann in meine Produktionsebene und kann beispielsweise grüne Steine damit produzieren, die aber erst viel, viel später produziert werden. Ja, also somit auch hier wieder ein Spiel, was man komplett durchrechnen, durchdenken oder sonst was kann. Wer das Spiel weitestgehend mit einer Mischung gesundem Menschenverstand, Spielerfahrung, Bauch und ein bisschen Analytik spielt, der wird sich dabei wunderbar zurechtfinden. Wer das ausschließlich durchkalkuliert, durchrechnet, für den könnte es zu langatmig werden. Ich bin bei der Spieleschmiede jetzt dabei, habe das jetzt finanziert, weil mich das doch gepackt hat und da sind noch ein paar Erweiterungen dabei, die ich auch sehr interessant finde. Das waren meine 13 Spiele. Wie gesagt, ein paar komplett Ersteindrücke dabei, sogar ein Prototyp mit Bonfire, wenn ich hier so kurz meine Liste durchswitche. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war die ein oder andere Anregung für euch dabei. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo, einen Daumen fürs Video und ich freue mich, dass wir uns dann demnächst nochmal sehen. Ich hoffe, dass ich Anfang der Woche dann noch ein Video zu den Neuheiten von Cannes veröffentlichen kann. Scheiß Schipperuch. Auf jeden Fall, schönes Wochenende. Bis dann, euer Christoph. Ciao.